Ja, und somit herzlich willkommen zurück zum American Truck Simulator. Nach der letzten Folge, die ja ziemlich lange war, machen wir heute wieder was Kürzeres, nämlich von San Diego nach Yuma. Also diese kurze Strecke hier. Ich dachte mir, wir könnten hier auf dem Weg noch El Centro mitnehmen. Das ist einfach kurz ein Stecher hier nach oben. Eigentlich bloß ein Truckstop und eine Farm, sonst nichts. Und dann gehen wir hier nach Yuma runter. In einem schönen Western Star mit Autoteilen von 8000 Pfund nach Volteson. Und ich würde sagen, let's go. Yes, let's go. Ich glaube, man kann hier rechts und links raus. Allerdings rechts ist ein bisschen doof. Wir gehen hier mal links. 8000 Pfund sollte nicht zu schwer sein für eigentlich eine gute Leistung zu erzielen hier. Also sprich, schnell voranzukommen. Ernsthaft, der Zaun. Shit. Gut, ich sehe jetzt hier. Danke fürs Zumachen. Ich sehe jetzt hier den Lufttank gar nicht, also den Pressure. Oil, Turbo. Ah, dort. Air. Jungs, könnt ihr mich dann tun? Ich möchte auch irgendwann dann mal hier raus. Ernsthaft. Soll jetzt das? Fängt ja gut an heute. Wahrscheinlich weil die ganze Zeit die Bremse reinhaut, weil die Autos hier uns keinen Platz lassen. Und dann geht natürlich die Luft raus. Deswegen müssen wir jetzt eigentlich mal, komm schon. Junge. Ist gerade nervig. Die lassen mir hier einfach keinen Platz. Ja. Aber dem Truck geht's auch irgendwie nicht ganz so gut, wenn der so schnell Luft verliert. Ich warte kurz ein bisschen. Ich muss das wahrscheinlich ganz kurz hier ausschalten mal.
Sonst kommen wir hier nie raus. Ist zwar ein schönes Gimmick, aber für sowas ist es natürlich nicht gut geeignet. Break air supply pressure low. Ich glaube, man sieht hier schon ein paar Trailer, die eigentlich für das neue, ich glaube, Nebraska, wie es hier ist, sind. Zum Beispiel dieser hier. Weil das soll es ja eine. Alter. Das soll es ja eine Animation geben für dynamisches Entladen. Und ich glaube, das ist so ein Trailer dann. Wir fahren kurz hier diesem Volvo vor die Schnauze, damit er uns durchlässt. Und dem Tesla ganz nah ran. Nur ist da noch ein Schild. Das alles natürlich nicht unbedingt besser macht. Ja, ja. Okay. Was mache ich hier bloß? Das wird nämlich nichts. Ich glaube, wir müssen kurz hier irgendwie einen Yui machen. Ich merke schon, der Truck hier hat einen Wendekreis von einem Panzer. Sorry. Finding new route. Wirklich ein Wendekreis von einem Panzer. Turn left. Ich mache hier einfach auf der Kreuzung Yui, ganz ehrlich. Man, in diesem Trail soll es ja noch gehen eigentlich. Der ist ja nicht so lang und groß. Das hat jetzt schon sehr gut angefangen. So. Jetzt aber. Get ready to turn left. Mir kommt es mir auch ein bisschen so vor, als ob der Truck irgendwie Probleme hätte. Mit dem Auflieger, dem Trailer. Wir müssen ganz kurz hier noch anhalten. Alright, da bin ich wieder. Ich muss kurz schauen, wie ich die Tasten eingestellt habe, weil ich. Ja, ich möchte eigentlich. Genau das machen. Wahrscheinlich nicht so schlau eigentlich. In der erhöhten Position zu fahren, aber ich glaube, das könnte vielleicht besser gehen. Mal schauen. Ansonsten werden wir es gleich sehen, falls wir irgendwie Schaden bekommen. Ich sehe schon diese. Als hat es sich wieder selber reguliert. Naja. Ich sehe schon diese. Die Folge wird ein bisschen chaotisch. Oh
weil es heute gar nicht so läuft, wie ich das eigentlich möchte. Oh shit. Sie sind direkt hinter uns. Ich hätte hier bleiben können. Keep left. So, Fahrzeugüberprüfung bitte, eine nahegelegene Wiegestation aufsuchen. Okay. Machen wir. Recomputing. Halten Sie Wonne auf der Waage an, damit wir die, also das Gewicht ermitteln können. Und gerne doch, wenn es sein muss. So. 34.000 Pfund, vielen Dank für Ihre Kooperation, gute Weiterfahrt. Bitte und danke und ciao. Da steht das ein Auto. Nicht gut. Naja. Was ist jetzt hier schon wieder los? Dass wir so langsam hier fahren. Wahrscheinlich einfach schleichende Trucks, wie es aussieht. Ist zwar auch realistisch, von daher alles gut. Ich meine, man kann ja nicht immer Vollgas fahren. Auch wenn 20 Meilen sehr langsam sind. Aber gut, lassen wir das. Alter. Ziemlich steil. Da sowieso gleich runter nach El Centro rein. Von daher lohnt es sich gar nicht, die Spur zu wechseln. Sieht ja nice aus. Den Straßen hier. Und einfach plötzlich wieder mega in der Wüste. Oder Wüstengegend. Zumindest.
Ja, auch gut, dann müssen wir gar nicht die Runde fahren. 14 von 21. Ich habe ganz kurz das Time to raus. get the job done. Also sonst wird das Navi dann verwirrt und meint, ihr müsst umdrehen. Und dann mache ich es wahrscheinlich auch noch. Ein bisschen Überholkurs, damit wir da auch vorankommen. Was das jetzt sein sollte, I don't know. Ich habe eigentlich den Tempomat reingehauen, wie man ja sieht. Bei 58. Ziemlich viel los für diese Uhrzeit. Ich weiß nicht, können wir die noch überholen? Weil wir ja bald raus müssen. Wenn, dann müssen wir uns vielleicht hier inzwischen quetschen irgendwie. Mal schauen. Vielleicht lässt uns der Kollege auch rein. Sieht zumindest so aus, als ob er Platz gemacht hätte. Right. Das war jetzt eine harte Bremsung. Exit right. Von 50 fast auf 30 runter. Erst rauf halt in Yuma, dann sind die schon bei 16. 6. Ist Yuma. Turn right. Yuma ist, glaube ich, an einem anderen Start, wahrscheinlich deshalb. Ich dachte gerade, wir hätten eine Stadt mehr dabei, eben. Es ist woanders. Der Wendekreis ist echt nicht gut in dem Western Star hier. Ich weiß auch nicht, irgendwie sehr anders als die anderen Trucks. Arizona. Ups. Keep left. Aber noch einmal hier links. Und dann sind wir auch schon wieder am Ziel. Turn left. Ja, ist ein bisschen kürzer als die andere Folge, aber nicht allzu viel wahrscheinlich am Schluss. Keine Ahnung, was sie da machen. Ihr habt freie Fahrt, Jungs. Und Mädels. Ja, nice. Fahr halt noch über die rote Ampel, danke. Am Walterson Motors. Turn da right. Werden wir. You have arrived at your destination. Your route guidance is now finished. Danke schön. Er
ist ja einfach. Aber wenn wir das so wollen, machen wir das auch gerne. So. Ah, deshalb kann es vielleicht auch sein, wie ist der Radstand ziemlich anders als bei den anderen Trucks. Ja, wir sind hier. Das ist alles, was zählt. Einmal abgeben und schauen. 1500. Ja, nicht zu viel, aber wir sind gleich mal auf 100.000 oben. Hört sich doch ziemlich gut an. Aber ich würde sagen, das war's erstmal wieder für diese Folge vom American Truck Simulator. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.